Habe ich wieder eine Idee mit Nagellack. Ich habe mir hier Steine besorgt. Deko-Steine. Glassteine sind das. Durchsichtig. Und die kann man wunderschön mit Nagellack bemalen und hat ganz tolle, bunte, glitzernde Steine. Daraus kann man eventuell dann auch noch Ringe machen. Man kann die dann auf einen Ring kleben, wenn man möchte, oder auf eine Brosche. So, ich habe das so gemacht. Ein paar tolle Farben ausgesucht. Ja, irgendwie kauft man sich ja andauernd Nagellack, verschiedene Farben. Und habe die Steine einfach angemalt. Und zwar auf der anderen Seite am Boden hier, wie man sieht. Ich habe auch noch so Glitzer-Pailletten. Die habe ich dann auch noch dafür genommen. Zuerst nehmt ihr einen Stein. Ich habe hier Klarsicht für brüchige Nailharde, ne? Für brüchige und weiche Nägel. Der ist durchsichtig, der Nagellack. Den habe ich genommen, um diese kleinen Steinchen, Herzchen sind das hier, darauf zu kleben. Einfach erst das Klarlack nehmen, damit die Herzchen gleich drauf kleben. Einfach drüber streuen und warten, bis es trocken ist. Und dann könnt ihr nochmal Klarlack mit dem Klarlack drüber gehen. So, so haftet das. Wie ihr seht, hier die schönen Herzchen. Und dann geht ihr, wenn es trocken ist, nochmal mit dem Klarlack drüber. So, dann könnt ihr noch verschiedene Farben nehmen, so wie dieses hier. Einfach anmalen. Bisschen mehr nehmen, damit man es besser sieht. Trocknen lassen und weiter. Dann haben wir hier noch eine Idee mit zwei verschiedenen farbenen Nagellack. Da habe ich hier einmal ein grauer Glitzer. Da mache ich einen Tropfen den grauen Nagellack und einen klitzekleinen Tropfen von Lila in die Mitte. Und daraus können wir jetzt ein Muster machen. Dann nehmt ihr einen Schaschlikstab und zieht den Nagellack von innen nach außen und habt hier ein tolles Muster. Und dann seht ihr hier auf der anderen Seite, wie es aussieht. Das müsst ihr natürlich jetzt trocknen lassen, sonst verrutscht das, wenn ihr es umdreht. Das lassen wir hier trocknen. Dann habe ich hier einen Stein, das habe ich auch mit zwei verschiedenen Farben Nagellack gemacht. Und zwar mit Lila. Ein Tropfen Lila.
und Grün. Man hat ja irgendwie jede Farbe von Nagellack. Und dann habe ich wieder den Schaschlikstab genommen und einmal so im Kreis. Alles verrührt. Das war jetzt ein wenig grün. Wir nehmen noch mal ein bisschen dazu. Und dann kann man verschiedene Muster mit zwei Nagellackfarben machen. So, das wären jetzt meine Ideen für die Steine. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen nehmen und damit die Steine bemalen.